Herzlich willkommen zu unserer Sendung Nachgefragt. Wir haben heute das Thema, wer hat die Zahlen erfunden, warum sie unsere Wirklichkeit bestimmen? Ich freue mich, dass wir jetzt Herrn Dr. Plichter hier bei uns haben. Herr Plichter, Sie haben ja studiert. Sie haben Chemie studiert. Können Sie etwas zu Ihrer Person sagen? Ich habe mich schon als Kind für Physik und Chemie interessiert. Wie alt waren Sie da? Etwa 12 Jahre alt. Ach. Und habe dann beschlossen, später solche Fächer zu studieren. Und habe das dann noch durchgezogen. Und war immer von dem Wunsch erfüllt, mich eben wirklich auszubilden und nicht Fachgelehrter zu werden. Ah ja. Und das habe ich erreicht. Das hat allerdings sehr viel Mühe gekostet. Ja. Man kann das heute übrigens nicht mehr. Man kann nicht mehr mehrere Fächer studieren. Das ist vom Staat gestoppt. Ja, also diesen Luxus, dass man dann so einen großen Überblick bekommt, der wird immer schwerer, sich das zu leisten. Richtig. Die Industrie ist ganz einfach daran interessiert, Fachgelehrte zu züchten. Fachgelehrte. Aber dann ist es ja ein Problem, diese Frage, warum, zu stellen und der nachzugehen. Und dabei geht es immer um das Wie. Also wie funktioniert das? Aber die Ursachen, warum es funktioniert, die Warum-Frage, die wird dann immer schwieriger zu stellen im Studium. Die wird überhaupt nicht gestellt. Es wird grundsätzlich nur darüber geredet oder nachgedacht, wie etwas funktioniert. Ja. Warum es überhaupt zum Beispiel Atome gibt, das wissen wir nicht. Und deswegen, weil wir es nicht wissen, deswegen reden wir nicht drüber. Es hat mich immer geärgert in der Schule. Ich hatte so viele Warum-Fragen, aber da wurde gesagt, da kommen wir später drauf. Und es wurde nicht so eingegangen. Und das raubt einen natürlich dann auch die Freudigkeit, weiterzumachen. Aber bei Ihnen hat es geklappt. Sie haben also mit 12 Jahren angefangen, immer diese Warum-Fragen zu stellen. Und Sie haben jetzt den Doktor in Chemie gemacht? Ich habe systematisch Chemie und Physik studiert. Ja. Und anschließend eben eine Universitätslaufbahn durchgezogen. Ich wurde zum Beamten ernannt und habe dann eben weiter studiert, Kernchemie. Kernchemie, ja. Aber das ist nicht Quantenphysik, sondern? Nein, das ist ein eigenes Fach. Ja. Und bin dann später hingegangen und habe mich hauptsächlich in Chemie weiter ausgebildet und die Fächer Biochemie, Pharmakologie, Pharmazie und so weiter studiert. Mhm. Um mich ganz einfach gründlich auszubilden. Ja. Ja, Sie haben ja einen Fachvortrag gehalten und das ist jetzt dieses Bild. Ein Vortrag in der Technischen Universität Ilmenau. Vielleicht können Sie etwas dazu sagen, weil das auch zu unserem Thema gehört. Ich habe mich mit dem Rektor der Universität Ilmenau getroffen, um ihm das Angebot zu machen, an der Universität über meine Arbeit zu berichten, an der mein Vater früher vor dem Krieg sein Diplom als Ingenieur gemacht hat. Und der Rektor ist Chemiker und war von dem Gedanken erfreut. Und deswegen ist es zu diesem Titelbild gekommen, Vortrag Ilmenau. Man sieht hier oben eine Rakete und hier drunter etwas mit Zahlen und das soll einfach verdeutlichen, wo meine Hauptgebiete liegen. Das heißt, Sie haben sich auch mit einem Treibstoff beschäftigt, ja. Wo Stickstoff verbrannt werden soll und das wäre natürlich ein neuer Raketenmotor und das hat aber auch mit den Zahlen zu tun, also das ist dieses untere Kreuz. Ja, ich habe mit 14 Jahren darüber nachgedacht, dass die Weltraumfahrt vorhat, mit Stufenraketen nach oben zu gehen und die fallen dann zurück, wenn sie ausgebrannt sind und Milliarden werden auf die Weise verglüht. Und habe das eben für technischen Unsinn gehalten und war davon überzeugt, man müsste die Lufthülle ausnutzen, also nicht so nach oben gehen, sondern horizontal fliegen. Trotzdem kommt man auch mit einer solchen Lösung nicht einstufig nach oben. Und deswegen war es notwendig, einen Treibstoff zu erfinden,
der eben auch die 80% Stickstoff, der in der Luft ist, mitverbrennt. Ja. Und dieser Treibstoff heißt Silane. Silane, ja. Und wird wahrscheinlich unser Energieproblem irgendwann lösen. Ja. Herr Plichter, hier steht vom linearen zum zyklischen Denken. Können Sie uns dazu etwas sagen? Lineares Denken, was heißt das? Nehmen wir ein einfaches Beispiel, nämlich die Zahlen, die wir ja in der Schule lernen, und zwar in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und so denken wir auch, nämlich ungefähr so, wie eine Hausfrau Wäscheklammern auf eine Leine spannt. Ja. In dem Sinne, dass wir hier eins, zwei, gewissermaßen die Zahlen erfinden. 4, 5, 6, 7. Ja. Aber ich könnte ja auch schreiben 1, 3, 7, 5. Also ich könnte sie da durcheinander würfeln. Nein. Aber das ist ja eine Ordnung. Das ist eine Ordnung, richtig. Und bei einer solchen linearen Betrachtung hält man sich eigentlich viel zu sehr an dem Aufzählen der Zahlen ab und übersieht vollkommen, dass in den Zahlen ein Muster steckt. Ein Muster? Ja. Und das war eben meine Aufgabe, Zahlen nicht mehr linear zu untersuchen, sondern auf Kreisen. Also zyklisch? Ja. Ja, vom linearen zum zyklischen Denken. Ja. Genau wie hier in der Weltraumrakete ja auch die lineare Rakete, die nach oben rast, ersetzt wird durch einen zyklischen Körper. Interessant. Der etwas mit einer Untertasse zu tun hat. Also wo sich etwas dreht. Ja. Ja. Man kann an dem Bild hier erkennen, dass bei einer zyklischen Untersuchung von Zahlen hier ein Muster entsteht. Dieses Muster ist von unteilbaren Zahlen geprägt und solche Zahlen werden Primzahlen genannt. Das werden wir in den nächsten Bildern ja noch etwas näher kennenlernen. Jetzt nehmen wir das nächste Bild. Nun, es war Leibniz, der sich zum ersten Mal in der Geschichte der Mathematik um die Verteilung dieser eben genannten Zahlen, also die Primzahlen, gekümmert hat. Hier ist ein Muster gezeigt. Leibniz war aufgefallen, dass ab der Zahl 6, links von der 6, eine Primzahl steht 5. Also 6 minus 1 ist 5. Eine Primzahl ist eine Zahl, die nur durch sich selbst... Nur durch sich selbst. Entschuldigung. Nicht von einem anderen. Ja. Nur durch 1 teilbar ist. Nur durch 1. Dass sie durch sich selbst teilbar ist, eine Trivialität. Jede Zahl ist durch sich selbst teilbar. Kann man ja. Ja. Leibniz fiel eben auf, dass 6 minus 1 5 ist und 6 plus 1 7. Und jetzt kommen eine Zeit lang keine Primzahlen, aber um die 12 liegt wieder ein solcher Zahlenzwilling, nämlich die 11 und die 13, weil 12 minus 1 11 ist und 12 plus 1 13. Aha. Und hier ist ein Muster zu erkennen, dass hier fortlaufend jetzt Primzahlen entstehen können. Also dieses, was wir hier sehen, ich glaube in der nächsten bildhaften Darstellung wird es noch deutlicher, die Primzahlen sind jetzt in Rot dargestellt. Richtig. Was Leibniz eben nicht bei seinen Betrachtungen überlegt hat, ist, ob diese minus 1, von der wir gerade gesprochen hat, 6 minus 1 ist 5 und 6 plus 1 ist 7, sich hier bei der 0, weil das ja 0, 6, 12, 18 läuft. Also bei der vorigen war ja das so, dass hier da nichts stand. Ja, nicht? Richtig. Und in der Darstellung ist es jetzt hier mit der minus 1. Richtig. Also so wie 6 minus 1, 5 ist, 12 minus 1, 11 und so weiter. Das schneidet dann ein heißes Thema an. In der Mathematik fängt man die Zahlen mit 0, 1, 2, 3, 4, 5 an und hält die minus 1 nicht für den Anfang der Zahlen. Man teilt einfach ein in die Zahlen, die positiv sind und die Zahlen, die negativ sind. Ja. In Wirklichkeit ist die Grundlage der Mathematik die Erkenntnis von Euler, dass nämlich die Zahl 1 eine kreuzförmige Geometrie besitzt.
Darf ich noch mal fragen, ja? Euler, wer war Euler? Leonhard Euler gehört zu den drei größten Mathematikern der Weltgeschichte. Also Gauss, Euler. Sein Nachfolger war Gauss. Ja. Euler selber hat im 18. Jahrhundert gewirkt und Gauss dann im 19. Jahrhundert. Beide haben exakt nachgewiesen, dass die Zahl 1 eine Geometrie besitzt. Und zwar kann man hier zu der 1 die minus 1 zeichnen. Und man kann sich das so vorstellen, dass hier die 1 und die minus 1 Spiegelzahlen sind. Mhm. Wenn man auf einem Startblock von einem Schwimmstadion steht, sieht man die 1 in Rot, ja, im Granitblock gegenüber. Ja. Wenn man sich dann auf die andere Seite bewegt, würde man zeigen, dann wäre das so gespiegelt. Das wäre hier dieser Block. Ja. Ja. Hier ist auch dieser Block. Aber im Spiegel ist diese 1 jetzt hier so gespiegelt. Ja, das heißt, dass wir als, was wir als Minuszeichen hier betrachten, kann man auch als eine Spiegelung sehen. Und einer meiner Assistenten hat das in seiner Doktorarbeit verwendet. Und das hat Wellen geschlagen, weil es nämlich an der Universität, an der er gearbeitet hat, so neu war, dass es abgelehnt worden ist. Und dann kam es einem Gutachter der Universität Aachen, die Technische Hochschule Aachen, und dort ist das dann akzeptiert worden. Mhm. Mhm. Jetzt noch mal zu der Kreuzform der Zahl 1. Es ist sogar so, man kann sagen, die Wurzel aus 1 ist minus 1, ja, was in der Bevölkerung nicht unbedingt verstanden wird. Ja. Sodass man jetzt aus der minus 1 noch mal die Wurzel ziehen kann. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja, das schreibe ich jetzt gleich mal an. Also die Wurzel aus minus 1, ja? Ja. Und das kann man sich nicht vorstellen. Richtig. Und deswegen wird eine solche Zahl einfach mit, nach Euler, einfach mit dem Buchstaben I. Also I ist so wie irrational, imaginär. Ja. Ja. Und Euler konnte nachweisen, dass auch diese Zahl I ein Spiegelbild hat, nämlich die Zahl minus I. Ja. Und diese Grundlage der Mathematik, dass die 1 eine geometrische Form hat, also letzten Endes die Kreuzform symbolisiert, ja, das wird zwar in der Mathematik verwendet, aber es wird im Prinzip auch nicht verstanden. Aha. Wir werden auf dieses Kreuz am Ende der Sendung noch mehr eingehen, ja, weil das eine hochinteressante Sache ist, wie die Zahlen in eine Ordnung hineingebracht werden. Und Euler, einer der größten Mathematiker, die wir überhaupt haben, hat dieses Eulersche Kreuz, nicht? Ja. Entdeckt. Jetzt zurück zu unserem Bild. Wir haben also jetzt einen Sechser-Code, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, der sich immer wiederholt, wo die Primzahlen rechts und links hier auftauchen, in Rot. Ja, mit der Zahl 0, dann der Zahl 6, der Zahl 12, 18, 24 sind die Sechserzahlen. Und um diese Sechserzahlen spiegeln sich jetzt die Primzahlen mit dem Gedanken, dass 12 minus 1 gleich 11 ist und 12 plus 1 ist wieder 13. Ja. Und dieser Code geht jetzt bis zur Zahl 23. Mhm. Und bricht hier deswegen ab, denn 25 ist nicht prim, 25 ist 5 mal 5. Das ist diese da, 5, ja, da zum ist also Quadrat. Richtig, die vorausgegangene Primzahl wird sich jetzt hier als Produkt gewissermaßen wiederholen. Und hier kann man erkennen, dass bei der Zahl 35 die 5 mit der 7 multipliziert wird, das ist 35, eine solche Zahl kann natürlich nicht prim sein. Ja. Mhm. Aber die Primzahlen bekommen auf die Weise, indem man sie so anordnet, eine ganz andere Bedeutung, so als wenn man sie gewissermaßen auf einer Wäscheleine aufzieht, da erkennt man gar nicht. Das erkennt man eigentlich nur, wenn man das Ganze jetzt zyklisch sieht. Richtig. Aber eine Frage noch. Ja? Die 2 und die 3, die gehen da völlig aus der Reihe.
Alle Primzahlen sind jetzt hier bis in die Unendlichkeit runter, nur die 2 und 3 tanzen aus der Reihe. Da taucht sofort der Widerspruch auf, wie kann es sein, dass diese ungeraden Primzahlen bis in die Unendlichkeit laufen und etwas, was unendlich ist, kann eigentlich keine 2 Ausnahmen haben. Und diesen Widerspruch habe ich mir vorgenommen und das ließ sich später lösen, indem ich einfach auf die zyklische Darstellung gegangen bin. Sollen wir da mal jetzt das nächste Bild nehmen? Da haben wir schon die zyklische Darstellung. Darf ich mal? Ja. Das ist die Wäscheleine hier. Das ist die Wäscheleine. Und da sind die Primzahlen schön aufgehängt hier. Also 1, 5, 7, 11, 13, 17. Ja. Und hier sind sie auf einem Kreis angeordnet. Wir zählen hier 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19 zum Verständnis. Eine solche Anordnung von Primzahlen, 5 und 7 nennt man einen Primzahlzwilling, weil sie nur die Differenz 2 besitzt. Aha. Hier kommt der nächste Primzahlzwilling. Auch Differenz 2. Und hier der dritte. Und hier ab der Zahl sitzt auch die Zahl 23. Ab dieser Zahl würde jetzt der Code zu Ende sein. Vielleicht schauen wir uns mal das nächste Bild an. Ja. Wenn man jetzt weiterzählt, indem man an dieser Stelle hier, wo die 23 steht, abbricht. Also 23. Und jetzt die 24. Hier wiederholt von 24. Weiterzählt auf 25, 26, 27, 28, 29 werden jetzt die darauffolgenden Primzahlen ein Muster bilden. Ja. Man sieht also in der zweiten Schale, dass hier schon weitere Zahlen sind, wobei hier ein kleiner Fehler auftaucht. Die Zahl 35 ist eine normale Zahl, ist teilbar. Richtig. Die müsste also jetzt hier so schwarz-weiß sein, nicht? Richtig. Und nicht rot. Ja. Ja. Darf ich aber jetzt eine Frage stellen? Ja, bitte. Die 2 und 3, die sind ja eigentlich auch Primzahlen, wenn wir uns da noch mal erinnern. Ja, vielleicht gehen wir einfach noch ein weiteres Bild. Ein weiteres Bild, gut. Hier sieht der Zuschauer, dass in den Zahlen tatsächlich ein Muster ist, das ja seit Jahrtausenden bekannt ist. Es hat etwas mit dem Johanniterkreuz zu tun oder dem Malteserkreuz. Ja. Und hier kann man also sehr schön erkennen, dass in den Zahlen selbst eine kreuzförmige Anordnung angelegt ist. Und das führte mathematisch eben dazu, Eulers Idee, die Plus 1 und die Minus 1 hier in der Kreuzform in die Mitte reinzulegen. Ja, da haben wir schon die Wurzel aus Minus 1 und hier ein Minus davor. Ja. Und jetzt kann man natürlich auf die Frage eingehen, warum sind in dieser unendlich ausgedehnten Anordnung und in dieser Geometrie ausgerechnet 2 Ausnahmen? Ja, die 2 und die 3. Die 1, 2, 3 sind doch eigentlich die Grundzahlen, nicht? Wenn ich sehe, so 1, 2, 3. Ja. Und die haben doch eine Ordnung. Wenn ich jetzt die nächste Zahl 4 hier eintrage und dann anschließend die Zahl 5, muss ich die Zahl 5 hier drunter schreiben. Ja, weil die 3 ist ja schon weg. Ja. Andersrum, wenn wir zählen 1, 2, 3, dann ist diese Zahl 5 nur durch die 1 teilbar, sie ist prim. Mhm. Die Zahl 4 ist durch 2 teilbar und die 3 ist in der 6 enthalten. In der 6, also teilbar, 2 mal 3 ist 6. Und die 7 wäre jetzt eine Zahl, die wieder nur durch 1 teilbar ist. Ja. Die 8 wäre durch 2 teilbar. Mhm. Und die 9 wäre durch 3 teilbar. Ja. Und die 10 wieder durch 2 teilbar. Die 11 ist wieder prim. Prim, ja. Sodass jetzt zu erkennen ist, dass in den Zahlen
nicht nur ein Muster, ein kreuzförmiges Muster ist, sondern auch ein ganz entscheidendes Merkmal. Eine solche Schreibweise zeigt, dass es eigentlich nur drei Sorten Zahlen gibt. Ja. Nämlich solche Zahlen, die sich von den Zahlen 1, 2 und 3 ableiten. Mhm. Und jetzt kommt das, was man als Klick bezeichnet. Wenn diese Zahlen, die sich alle von der 1 ableiten, und die sind alle durch 2 teilbar und die sind alle durch 3 teilbar, in Wirklichkeit den Hintergrund der Zahlen darstellen, dann müssen die Anfangszahlen, nämlich die Zahlen 1, 2 und 3, unteilbar sein und also deswegen prim sein. Und das würde natürlich in der Mathematik auf großen Widerstand stoßen, weil man ganz einfach per Definition festgelegt hat, die 1 ist nicht prim. Mhm. Ja. Diese Dreifachheit, die hier in den Zahlen auftaucht, war für mich ein Hinweis dafür, warum eigentlich in der Physik und in der Chemie alles dreifach ist. Mhm. Mhm. Und warum darüber hinaus es noch eine geometrische Vierfachheit, nämlich die Kreuzform, gibt. Das ist, sind vier Quadranten hier, nicht? Eins, ja. Zwei, drei, vier. Und das ist eine Dreiheit. Man könnte sagen, in der Bibel gibt es ja drei göttliche Personen, Personalitäten. Für mich war das auch ein Schock, weil ein solcher Gedanke, dass die Zahlen selber sich von den Zahlen 1, 2, 3 ableiten, ist gänzlich unbekannt gewesen. Mhm. Mhm. Man kann es aber mathematisch streng nachweisen, das muss so sein. Ja. Es wird nicht auf Begeisterung stoßen. Sie wissen, wer etwas Neues, zitiere Machiavelli, wer etwas Neues erfindet, hat nichts außer Feinden. Hat nichts als Feinde, ja. Richtig. Ja. Und da ich aber vorhatte, mich mit meinen vielen Studien später zurückzuziehen und Privatgelehrter zu werden. Dazu muss man erstmal das Geld verdienen, um sich selbstständig zu machen. Ich hatte aber einfach keine Lust, Beamter zu bleiben und da den Rest meines Lebens immer das Gleiche zu tun. Und dann haben Sie das rausgefunden. Herr Blichter, ja. Folgendes. Ja? Wir haben jetzt noch zwei Bilder. Das ist hier diese Vierereinheit. Wir müssten diese Bilder mal kurz überspringen. Ja, gut. Wir schauen hier auf das Bild und sehen diese zyklische Anordnung, die wir vorher schon hatten, dadurch gekennzeichnet, dass wir in der Mitte die Kreuzgeometrie der Zahl 1 eingebaut haben. Sodass also hier die Zahlen plus 1 und minus 1 auftauchen, die dann später hier immer wieder erscheinen, weil 6 minus 1 ist 5 und 6 plus 1 ist 7, 12 minus 1 ist 11, plus 1 ist 13. Darf ich mal was einwerfen? Als Gott die Welt geschaffen hat, hat er in 6 Tagen geschaffen und am 7. geruht. Das heißt, 6 plus 1 ist 7. Es kommt für Sie vielleicht noch schöner, wenn man die Zahlen 1, 2 und 3 aufaddiert. Dann ist das die Zahl 6. Und wenn man 1, 2 und 3 miteinander mal nimmt, gibt das auch 6. Ah ja, stimmt. Aus diesem Grund ist die 6er-Anordnung hier eben auch vorgegeben. Ja. Und darüber hat man eigentlich nicht nachgedacht. Mhm. Man muss mal die Frage stellen, wer hat die Zahlen erfunden? Da sagen die Mathematiker, wir. Und das ist natürlich eine Behauptung, über die eben auch viel diskutiert worden ist. Haben wir die Zahlen wirklich erfunden? Also mit Sicherheit nicht. Vielleicht kommen wir nachher in dieser Diskussion noch auf die Grundfragen, was gibt es eigentlich an unendlichen Vorstellungen, nämlich den Raum, der nicht begrenzt sein kann, das ist ein Widerspruch, einen begrenzten Weltraum zu erfinden. Dann die Zeit, die ewig ist. Eine Ewigkeit hat keinen Anfang und kein Ende, sondern ist etwas, was mit Unendlichkeit zu tun hat. Und dann gibt es als drittes noch die Mengen, nämlich alles, was hier im Raum ist, ist zählbar. Die Zahlen müssen die Zahlen von vornherein wegen ihrer Unendlichkeitsstruktur existieren. Ja. Ja.
und können unmöglich von Menschen erfunden worden sein. Das würde also bedeuten, Gott hat die Zahlen erfunden und nicht wir. Und er hat eine Ordnung in die Schöpfung gesetzt, die sich auch in diesen Zahlensystemen widerspiegelt. Und ja, noch richtig. Etwas, Herr Plichter, ja. Das bis jetzt kann man ja sagen, das ist so eine Spielerei, aber was wir hier sehen, das ist ein Bild für die Schalen der Elektronen, die nach diesen Zahlengesetzen funktionieren. Ist das so richtig? Ja, das ist mir natürlich ungefähr mit 14 Jahren klar geworden, dass die Elektronentheorie ja darauf begründet, dass letztlich auf der ersten Schale nur zwei Elektronen existieren und dann auf der nächsten Schale genau 8 Elektronen. Und dafür gibt es keine Erklärung. Man sagt, diese Zahl 2, die hier auftaucht, ist eine Quantenzahl. Ja. Und diese Zahl 8, nämlich 4 Zwillinge. Elektronenpaar-Zwillinge, ja. Das sind 4 Elektronenzwillinge und insgesamt 8 Elektronen, ja. Für die es keine Erklärung gibt. Das ist ja nur durch Experimente bestätigt worden, dass das der Grundaufbau der Schalentheorie ist. Zuerst sind es 2 Elektronen um den Kern und dann sind es 8 Elektronen. Ja. Das hat aber wiederum, wenn man hier auf den Blick drauf wirft, einen Hintergrund. Das, was wir durch Versuche gemessen haben, spiegelt sich hier in theoretischen Überlegungen zur Zahlentheorie wieder. Das ist fantastisch. Wir müssen leider jetzt abbrechen. Herr Plichter, ich möchte Ihnen herzlich danken für diesen Vortrag. Da werden Fragen aufgeworfen, sind Zahlen etwas, was aus unseren Hirnen entsprungen ist? Haben sich Zahlen entwickelt in der Evolution oder im Urknall? Oder ist das ein Bauplan, den der Schöpfer schon in die Schöpfung hineingelegt hat und den wir nur noch entdecken können? In dieser Bauplan ist ewig. Ja, er hat praktisch einen ewigen Bauplan gemacht. Es ist natürlich interessant, ob unsere Welt ewig bestehen wird oder ob der Schöpfer, in der Bibel steht ja, dass die Kräfte der Himmel ins Wanken kommen, damit sind auch die Elementarteilchen gemeint, ob der Schöpfer auch einen Schlusspunkt setzt, ein Gericht? Da kann ich ganz klar darauf antworten. Diese Überlegungen, die wir hier nicht weiterführen können, sind so ausgebaut worden, dass erkennbar wird, dass unser ganzes Weltbild zusammenbrechen wird. Ja, wenn man glaubt, dass ein Schöpfer da ist, der das geschaffen hat, dann steht das im krassen Widerspruch zu der Behauptung, wir haben alles selber entdeckt, entwickelt. Es hat sich alles aus einem Urzustand durch Zufall konstruiert. Das ist eigentlich aus der heutigen Sicht, aus meiner heutigen Sicht heraus, eine Lächerlichkeit. Mhm. Aus Zufall kann gar nichts entstehen. Mhm. Man kann ein Haus nur mit einem Bauplan bauen, mhm, und nicht durch Zusammenwürfeln, ja, von Steinen und Zement, ja, und Stahl. Also dieser Bauplan hat sich in solchen Zahlenordnungen uns erschlossen. Wir können nur staunen, Herr Plichter, was man da entdecken kann. Man kann sofort aus dieser Anordnung erkennen, was denn eigentlich der Raum um einen Punkt für eine Dimension hat. Mhm. Nämlich, er ist vierdimensional. Vielleicht schauen wir mal auf das Bild, was wir jetzt eben... Ja. Das ist das letzte Bild. Man sieht hier eine Anordnung von 2 Elektronen und ihren beiden Spiegelbildern. Mhm. Und drumherum sind im Prinzip 2 sich schneidende Flächen, mhm, die in Schalen auseinandergehen. Also, okay. Und das ist ein Elektronenschalenmodell. Und dieser Raum, in dem sich 2 Flächen schneiden, ist vierdimensional. Mhm. Und das ist vollkommen neu. Ja. Herr Plichter, wir müssen jetzt hier Schluss machen. Ja. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich möchte noch hinweisen, Herr Plichter hat Bücher geschrieben. Wer dafür interessiert ist, der kann sich dann melden. Er kann nachfragen.
Und hiermit möchte ich mich herzlich bedanken bei Ihnen und die Sendung abschließen. Und wenn Sie Fragen haben, dann fragen Sie nach. Schreiben Sie uns.